Hallo, lieber Aufrufer, es ist nicht nötig. Es ist Dankeschön, Dankeschön. Also, Lichtgeschwindigkeit heute, Montag, 18. November 2013 aus Köln. Mein Thema ist hier: Nach wochenlangem Stillstand in Hessen, wo ja am 22. September Landtagswahl waren, am Tag der Bundestagswahl, und einer veränderten Situation der Mehrheiten in Hessen beim Landtagswahlkampfsausgang es überhaupt keinerlei Regierungsbildung irgendwas gibt. Es wird nur so hingeschubbert, und nun war der SPD-Bundesparteitag in Leipzig mit der Neuwahl der Parteiführungsämter der SPD, dieser Männerpartei, ja, ohne Frauenquote SPD. Und da ist der Herr Schäfer-Gümbel, der Spitzenkandidat der SPD in Hessen, jetzt mit dem besten Wahlergebnis aller zur Wahl gestandenen SPD-Vorstände, einschließlich Gabriel, dem Vorsitzenden, Schäfer-Gümbel gewählt worden in den neuen SPD-Vorstand. Und nun, da er im SPD-Vorstand ist, ist er auch gestern gleich und heute wieder mit neuen Akzenten herausgetreten in Bezug auf die möglichen Regierungsbildungsgeschehnisse in Hessen. Nochmal in die Erinnerung gerufen: In Hessen hat die CDU, der Volker Bouffier, der die NSA-Verfassungsschutzsachen unterschlägt und Akten aus dem Verkehr zieht und so weiter, dieser Herr Bouffier mit seinem eindeutigen Rechtsstaatsverhältnis, der hat ja die meisten Stimmen bekommen. Er kann aber keine Regierung bilden alleine. Und es ist die FDP in Hessen, anders als anderswo und auf Bundesebene, ja nicht rausgeflogen aus dem Parlament. Die FDP ist drin, aber die Stimmen zusammengezählt, Bouffier und FDP ergeben keine Regierungsmehrheit für Bouffier. Während links davon SPD, Grüne, Linkspartei, wenn man das als links bezeichnen will, auf Sicht, Politik auf Sicht, alternativ zu Bouffier, angeführt von der schwachen, aber letztlich größten Partei von Schäfer-Gümbel, eine Zählmehrheit bilden. Das heißt nicht, dass sie sich einig sind oder dass sie eine Mehrheit sind oder dass sie eine Regierung bilden werden. Alleine weil die SPD mit der Linkspartei ja erst die Regierung später bilden will. Aber nun ist der neue Akzent, den Schäfer-Gümbel rausgebracht hat: Er ist bereit, sich einer Minderheitsregierungsbildung persönlich anzunehmen, wenngleich er ja nicht der Anführer der stärksten hessischen Landtagsfraktion ist. Das ist Bouffier. Bouffier kriegt aber keine Mehrheit zusammen. Schäfer-Gümbel könnte aber, wenn er sich als Minderheitenkandidat mit einem eigenen Kabinett zur Wahl stellt, beziehungsweise er sich selbst zur Wahl stellt, zum Ministerpräsidenten gewählt werden mit den Mehrheiten des Parlaments. Vorausgesetzt, seine SPD-Abgeordneten und die Grünen und die Linkspartei machen das. Die Alternative dazu wäre nun tatsächlich eben nicht eine große Koalition CDU, SPD, sondern eben der Politikwechsel, den Schäfer-Gümbel will, wäre dann, wenn er keine Minderheitenregierung bilden kann, Neuwahlen in Hessen. Und das sieht im Moment so aus, als wenn die das nicht wollen. Aber immerhin hat auf Bundesebene die Möglichkeit einer Minderheitsregierung von beispielsweise Gabriel noch nicht durchgeschlagen. Ich habe also hier die Tageszeitung abgeklopft danach. Schwarz-Rot von allen Seiten unter Druck, heißt es. Ja, und Herr Seehofer hat gesagt: Nö, Druck erzeugt doch Gegendruck. Also so einfach ist das nicht. Hier ist sogar auf der Neuen Zürcher Zeitung der SPD-Vorsitzende Gabriel: Es kann also sein, dass wir tatsächlich statt einer elenden, unsäglichen großen Koalition auf Bundesebene, wie auch nach dem Vorbild von Schäfer-Gümbel in Hessen, es eine Minderheitenkonzeption geben wird. Und es kann aber auch sein, dass unter dem Aspekt des bei Machiavelli ja thematisierten zu vermeidenden Regierungswechsel, also wünschbar ist eigentlich Kontinuität, dass es auch Minderheitenregierungen von dem bisherigen CDU-Ministerpräsident Bouffier in Hessen, wie auch von der bisherigen Bundeskanzlerin Merkel, CDU, CSU, kommen kann. Auf jeden Fall ist das eine intelligente
Gentisierung dieser Diskussion außer der Tumpen in einen Topf gepackten großen Koalitionslaberei, wenn ich nur höre, was die SPD-Vorleute Gabriel und so weiter hier jeden Tag heraussülzen an den Erfolgen ihrer Koalitionsverhandlungen. Ich lach mich kaputt. Das ist kein Politikwechsel, das ist im Grunde genommen gar nichts. Als sei die Opposition SPD in den letzten 4 Jahren heimlich auch immer im Gedanken noch mit ihrer Verantwortung als große Koalition beteiligt. Verantwortung für die Politik und die Regierung des Parlaments ist das eine, aber politische Linie ist das andere. Und hier gibt es grundsätzliche Probleme. Wenn ich es nochmal von mir aus sagen darf, ich bin für Frau Merkel auf der Linie mit den Amerikanern ganz klamm, ganz eng, ganz supermäßig zusammenzuhalten. Aber ich bin völlig auf der Linie der Linkspartei und auch der Grünen, wie wir heute im Bundestag gehört haben, wirklich die Amerikaner zu fordern. Wir sind nicht einfach nur Opfer und Spielbälle, sondern wir könnten auch mit dem Goethe-Institut oder mit Konzepten der Soziokultur in den USA Politik machen, Kommunikation machen. Die Amerikaner, die machen hier bei uns, was sie wollen. Wir reden schon halb amerikanisch. Wir können aber auch in Amerika für Europa und auch auf eigenem Ticket für Deutschland wirklich im guten Sinne werben. Das finde ich ist viel zu schwach. Wenn man nach Amerika kommt, da trifft man immer wieder Amerikaner, die sagen: Oh, Bratwurst, das haben wir gar nicht. Ja, dann müssen wir mal die Uli Hoeneß Bratwurst-Expedition nach USA machen. So viel hier. Der Teebeutel von Elz, den ich hier habe, in Form der Piraten-Schneeflocke. Also hier ist er natürlich der echte. Der echte Teebeutel von Elz, der hat heute für 20.000 Euro den Tetzel gemacht. Tetzel-Ablass, der Tetzelstein im Elm bei Langeleben, bei Wolfsburg, bei Braunschweig, der Tetzelstein zur Lutherzeit. Da konnte man Sünden kaufen. Der hat sich jetzt für 20.000 Euro den Strafprozess vom Hals gekauft. Das ist eine super Idee. So, das war mal hier die Botschaft des Tages, 18. November. Ich wollte sagen, das Echo des Tages. Ba, 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 ba.